8. Dezember 2018. Ein Tag vor dem Fahrplanwechsel. Es ist der letzte Einsatztag der DB Regio auf der RB75 Wiesbaden-Aschaffenburg. Wie dieser letzte Einsatztag aussah und was ich dort alles unternehmen und aufnehmen konnte, seht ihr in diesem Bericht. Viel Spaß! Die Tour begann für mich um 11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt verkehrten auf der RB75 die folgenden vier Umläufe. 143-238 zog eine 2-Wagen und 143-076 sowie 141 bespannten jeweils eine 3-Wagen-Garnitur. 143-242 und 267 bildeten zusammen mit 3 Doppelstockwagen eine Sandwich-Garnitur. Die RB75 verkehrte an diesem Tag aufgrund von Bauarbeiten nur noch bis Mainz-Bischofsheim. Die letzte Fahrt nach Wiesbaden fand bereits am Freitag, also dem 7. Dezember statt. Meine Tour führte mich dann zunächst zu einem Abstecher nach Nauheim. Anschließend ging es wieder zurück nach Darmstadt. Dort gab es um 12:30 einen Wechsel in den Umläufen. Die Sandwich-Garnitur wurde abgestellt. Stattdessen wurde eine Garnitur mit 4 Dostos und 114-010 bereitgestellt. 4 Dostos auf der RB75 hatte es nach meinen Beobachtungen bis dahin noch nie gegeben. Die Sandwich-Garnitur fordern wir angesprochen in die Abstellung. In Darmstadt fanden zeitgleich den ganzen Tag über Rangierfahrten statt, bei der die Loks und Wagen entsprechend ihrer künftigen Einsatzgebiete sortiert wurden, um dann später überführt werden zu können. Im Folgenden konnten wir einige rangierende Loks und Wagen beobachten und zeitgleich auch die ein oder andere Plan-RB 75 aufnehmen.
Gegen 2:30 ging es dann zunächst vorbei am BW Darmstadt nach Messel. Hier konnten wir noch einmal gut die 4 Wagengarnitur sowie ein paar Güterzüge festhalten. Nach etwa einer Stunde ging es dann wieder zurück nach Darmstadt. Während es gerade dämmerte, machten wir uns auf den Weg nach Darmstadt Nord, um dort noch 1 bis 2 Aufnahmen zu machen. Hier konnten wir dann 143-238 und 114-010 mit ihren Garnituren noch einmal aufnehmen. Zurück am Darmstädter Hauptbahnhof begann dann ab 19.30 Uhr ein langer Abend am Hauptbahnhof, bei dem wir ausführlich die RB75 Züge aufnehmen konnten. 153076 konnte sich von nun an über ein von Trainspotter Fabian, Link in der Beschreibung, gebasteltes Abschiedsplakat erfreuen, welches sie fortan zierte. Die anderen drei Loks waren zu diesem Zeitpunkt noch ungeschmückt.
um 21.30 Uhr bekam dann auch 143-238 eine ausführliche Beschmückung, denn sie zog die letzte RB auf dem Ostabschnitt nach Aschaffenburg, welche dann um 21.32 Uhr zum letzten Mal Darmstadt verließ. Um 22.30 Uhr wurde dann die Vierwagengarnitur abgestellt. Auf dem noch übrig gebliebenen Westabschnitt nach Bischofsheim pendelten noch 143-141 und 143-076 mit ihren jeweiligen drei Dostos. Nach 43.076 durfte um 23.40 Uhr dann zum letzten Mal eine RB75 aus dem Darmstädter Hauptbahnhof ziehen. Der Gegenzug um 143-141 kam um 0.21 Uhr das letzte Mal in Darmstadt an. Wir waren jedoch ab 23 Uhr in Darmstadt nicht mehr vor Ort, denn es ging nach Frankfurt, um dort den voraussichtlich letzten PBZ-Überführungszug mit einer Baureihe 181 aufzunehmen. Etwa 20 Minuten vor Plan erreichte der Zug dann gegen 0.40 Uhr den Frankfurter Hauptbahnhof. Die letzte 181 verkehrte leider an zweiter Stelle hinter 115-198. Dafür zog sie dann jedoch bei der Ausfahrt. Auf Wiedersehen 181 und auf Wiedersehen DB Regio auf der RB 75. Sonntag, 9. Dezember. Um 9 Uhr ging es zum Darmstädter Hauptbahnhof. Dort fanden noch immer Rangiervorbereitungen für die Überführungszüge statt. Auch 143-076 stand hier noch herum, die noch immer ihr Abschiedsplakat trug. Am ersten Einsatztag hieß es dann erstmal die neue RB 75 austesten.
Nach einigem Hin und Her sowie einem verpassten Sonderzug ging es dann schlussendlich nach Dieburg. Denn gegen 14.15 Uhr kam hier ein Überführungszug durch. Er bestand aus 143-267 an der Zugspitze sowie den mitgeführten Loks 143-076, 107, 238, 242 und 248 und verkehrte nach Leipzig. 143, 238, 242 und 267 sollen künftig in Berlin auf der RB14 und 143, 076, 107 und 248 in Halle auf der S7 sowie einzelnen Verstärkern anderer Linien dieser Region zum Einsatz kommen. 143, 181 und 143, 637 bleiben nach meinem jetzigen Kenntnisstand in Frankfurt, um dort die Flotte für die Main-Lahn-Bahn zu verstärken. Für 143, 141, 166 und 170 liegen mir keine Infos für künftige Einsätze vor. Vermutlich bleibt Ihnen nur das Stillstandsmanagement.